Werbemittel für Skyward Sword gedacht. Ja, klar, natürlich. Ich meine, es ist schön, irgendwo einen Anfang zu setzen. Ganz klar. Nur, ja, natürlich hat man damit das irgendwo ausgenutzt, dass man da diese Timeline jetzt hat. Wie gesagt, finde ich nicht verkehrt. Nur, ja, musste jetzt auch nicht sein. Wie gesagt, das ist eigentlich ein endloser Kampf, der sich über Jahrtausende schon erstrecken kann, was man da in Zelda sieht. Und immer bloß kleine Punkte. Deswegen ist es auch gar kein Thema, theoretisch einen Teil einfach irgendwo in die Mitte reinzubauen. Weil vor allem Hyrule verändert sich immer so stark, da geht man, oder da könnte man eher davon ausgehen, dass es wirklich Tausende von Jahre ist bis zum nächsten Teil und nicht bloß eins. Darf ich ein Monster mit einem Wesen vergleichen? Wenn es nichts allzu Schmutziges ist, ich weiß es nicht. Ja, Zockerchaos vielleicht schon. Das Nivea ist ja erstaunlich hoch, ja. Ah, willkommen zurück, Aaron. Dann gebe ich dir eine Schale voll Eis durch den Chat. Das ist natürlich nett. Zamitier-Kampf. Erlege 20 Zamitier. Das kriegen wir hin. So. Da kommen wir wenigstens noch durch die kleinen Mid-High-Rank-Quests. Das geht ja schon ganz gut, also. Sehr schön. Das Nivea, genau. Schön, schön. Ich wechsle mal eben. Okay. Ich bleibe einfach mal bei meinen Katzen. Das passt ziemlich gut. War gerade eben natürlich, ja, bloß gerade ein bisschen Zeitverschwendung, dass wir einfach so auf den Sinnoh draufgehauen haben, obwohl eigentlich bloß noch ein Nebelzweig fehlt. Aber naja, ist nicht schlimm. So. Wie viele Leute sind wir denn eigentlich gerade? Kann mir das jemand sagen? Weil ich kann es gerade eben schwer einsehen. Weil ich glaube, so viele sind wir gar nicht. Also der Chat ist gut aktiv, aber nicht so mega. Ich schreibe mal bloß in die Wehr. Ja, das ist irgendwann, glaube ich, mal so aufgekommen, nicht wahr? Dieses Nivea. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Stream das war. Deswegen habe ich was anderes geschrieben. Achso, okay. Ich sehe 27, 24. Okay. Also so zwischen 20 und 30. Okay, das ist nicht verkehrt, muss ich sagen. Die 50 erreicht man scheinbar nicht mehr beim ersten Stream. Das war sehr interessant auf jeden Fall. Das war vor allem sehr episch. Aber ja, 25 bis 30 sind auch schon gut. Oder so, ja, 20 bis 30. Wie auch immer man es nennen will. Aber vielen Dank natürlich. Ja, für den kurzen Zwischenstand. Ein Monster mit einem Wesen vergleichen ist aus dem G-Rank. Vielleicht Spoiler. Kommt drauf an, welches Wesen. Das hat sich gerade aktualisiert. Na gut. Aufbrechen. Mir fällt eine Schale voll Chips runter. Oh, das ist fies. Das ist richtig fies. Genau, du kannst ja Mod oder so jemanden, das Monster whispern. Vor allem jemand, der sich mit Unite auskennt, weil, ja, ich habe Unite gespielt, das heißt, ich kenne die ganzen Monster davon. Godzilla. Womit könntest du Godzilla vergleichen? Karma? Diese Karma, überall mischt sie sich ein. Boah, ich lähme hier einfach alles weg. Die Macht der Katzen. Ich töte zwar nichts, aber ich lähme es. Das ist irgendwie cool. Cool im Sinne von ein bisschen uncool. Naja. Hier ist der Freedom Unite Experte. In was du alles Experte bist, Seres Light. Monster Hunter, ja. Metroid Experte. Unite Experte. Fachwissen. Die armen Chips. Na, ich meine, es ist frisch gesaugt. Deswegen. Wenigstens den Vorteil hat er. Da gilt dann die 5-Sekunden-Regel. Ich habe zwar gesagt Whisper, aber okay. Ja gut, er hat ja jetzt bloß den Vergleich gesagt. Ich weiß es aber nicht, was er mit Godzilla vergleicht. Das ist es ja. Ach so. Nee, halt. Das war Cookskin. So ist das. Experte vom Fach. Tatsächlich.
Was, mehr als 3.000 Stunden in Freedom Unite? Was hast du denn gemacht? Stunden Freedom Unite. Ach du große Güte. Ich hoffe mal, deine Lernwaffe wird auch so gut sein wie deine. Oh. Cyrus ist auch Experte, tatsächlich. Wie, was, Kokskind? Was? Wegen dem Moran. Du hast mich ein bisschen verwirrt wegen deinem Moran. Aber wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was mit Godzilla gemeint ist. Das ist schon noch ein normales Leben, oder? Ich meine, ich hatte auch viel, ich hatte auch viele Stunden in Unite. Aber keine 3.800. Das ist dezent viel. So, hier haben wir ein bisschen durchprügeln. Dann passt das schon. Sehr schön. Mega-Dämonen-Modus. Ich habe immer 4K. Ach du große Güte, Leute. Nicht mal, wenn ich wollte, könnte ich so viel Zeit aufbringen in einem Spiel. Und da hatte ich Spiele viel unterwegs. Ah, okay. Dragon ist der Imperator. Das war wirklich merkwürdig, Nicknack. Das hat nicht ganz gepasst. Ja, wie gesagt, Whispers mal Bubble zu. Das ist vielleicht das beste Zockerchaos, weil irgendwie gerade eben kommt da nichts bei zustande. Ja, dann sag mal Bubble, ich glaube, das ist Forward Slash und dann Bubble the Gamer eingeben, also den Namen. Und dann Dragon, Skizze ist auch okay, oder hast du mich dann vom Pimp? Zinogre. Ich meine, Skizze geht genauso. Du musst dich da jetzt nicht abmühen. Meine Güte, keine Panik. Yes, meine war der letzte. Genau. Achso, das ist W noch. Okay. Wann ist Wechsel? Es gibt heute keinen Wechsel mehr. Ende ist ab 23:30. Oder auf den Namen klicken. Stimmt, das geht genauso. Mit was prügelt ihr euch eigentlich? Was kann denn lähmen? Vor allem, was kann euch alle drei lähmen? Ich wüsste gerade gar nicht, was Lähmung hier machen kann. Ach, ihr seid gar nicht hier, verdammt. Ich werde es nicht mehr sehen. Nein. Ich will jetzt echt aber gerade eben wissen, was macht denn Lähmung hier in der Eiswüste? Vor allem so viel. Ah, das ist Blitz, halt mal. Ah, Ketsu, okay. Ich dachte, es wäre Lähmung, aber klar, es ist Blitz. Schön, dann Ketsu habe ich gar nicht mehr gedacht. Okay. So, dann lähmen wir jetzt mal den Lähmer. Okay. Gut geklärt. Ist unten auf dem Touchscreen. Ja, natürlich. Klar, danke. Vergessen. Da unten ist doch das Bild, Dragon. Mein Gott. Ja, wie gesagt, ich habe nicht drauf geachtet. Meine Güte, keine Panik, Leute. Hashtag Ketsu kuscheln. Darf nicht, wirst du bald sehen, irgendwann. Okay. Ich werde also kein Godzilla sehen, na gut. Oder kein Godzilla. Nicht wissen, was mit Godzilla verglichen werden kann. Na dann. So, weiter geht's. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Man kann doch nicht an alles denken. Ich war eher gespannt, was bei dieser Godzilla-Sache jetzt rauskommt. So, Partyhosen? Partyhosen. Ich habe meine Hosen mit roten und schwarzen Streifen. Ach du große Güte. Dann machen wir uns halt Partyhosen. Ich hasse Ketsu. So, zack, zack. Weiter geht's. Und wer das jetzt spoilert, Bubbles Hände zittern schon.
Wirklicher Eistee? Wirklicher Eistee. War das jetzt... War das notwendig? Ich hol das Ei. Hat mir das als Nebenquest. Hab gar nicht drauf geachtet. Ein Wirbelnein besorgen. Okay. Was spoilern? Welches Monster mit Godzilla vergleichen könnte? Partyhosen aus Mobra? Ja, das ist... Ist gut. Ist gut. Ist Nivea und so. Ja, genau. Das bekomme ich niemals mal im Kopf. Na, ich meine, es ist allgemein bekannt, dass man ihn so nennt, aber ja, es muss jetzt nicht unbedingt sein. Und los geht's. Remobas. Ah. Das ist eklig. Ich werde hier als der hingestellt, der jeden Agro-Timeoutet. Ja, wie gesagt, sagen wir es mal so. Du bist in gewisser Weise übereifrig in deiner Aufgabe. Das ist das Einzige, was ich so sage. Mozilla versus Godzilla? Ah, sind beide gruselig. Ich mache einfach keinen Schaden, kann dafür aber alles mit einem Schlag lähmen. Ein wilder Internet Explorer kommt. Wow. Vielleicht der nächste einfach reingeflogen. Die müssen einfach bloß kurz an mir vorbeifliegen und schon sind sie paralysiert. Das ist echt krass. Sagen wir so, du bist besonders. Genau. Na los, Lähmung. Ich hab gesagt, Lähmung. Hallo, Herr Mobra? Lähmung? Hier und so? Jetzt komm hier runter und kämpf wie ein fliegendes Drachenvieh. Diese Katzen die ganze Zeit. Die Katzen-Souls sind halt echt bloß Support. Ja, irgendwie schon. Es ist krass, dass es sowas wirklich gibt, aber es ist so. Da wurde es zu Tode geschossen. Na dann. Muss gleich gehen, ich will nicht. Oh Gott. So, dann, ja. Sag ich jetzt schon mal, danke, dass du dabei warst, Nicknack. Und ich wünsche dir natürlich noch einen schönen Abend. Weißt du, Dragon, ich stand dir so oft treu als einzige Mod im Stream beiseite und du stellst dich gegen mich. Ich habe nie gesagt, dass ich mich gegen dich stelle. Du bist immer noch einer meiner treuen Mods. Einer meiner treuesten Mods. Eine von vier, die mir alle treu sind, aber ja, wie gesagt. Ich habe nie was gegen dich gesagt. Ich habe nur gesagt, dass du, ja, wie gesagt, halt manchmal ein bisschen zu schnell bist. Pyromobas essen die Leichen ihrer Kollegen. Warum? Tun sie das wirklich? Das ist gruselig. Wie viel Lähmung haben die Waffen? Jetzt im Moment haben sie 200. Und 147 Angriff, das ist halt das Problem. Aber wenn vier Leute mit Katzenduels auf ein anfälliges Monster gehen, sind die echt OP. Das glaube ich. Das ist ja nur dauergelähmt, das arme Vieh. So, sind hier noch irgendwelche? Ich höre doch eins. Ja, ich höre jetzt umkotzen. Da. Wow, was war das für ein Sturzflug? Ich lähme es. Ja, nice, nach dem zweiten Schlag. Wow. Wow. 200 ist gleich 20 Status in der True Status Value. Okay. Na, und mit dem, ja, mit der Häufigkeit von den Angriffen, das ist, glaube ich, schon gar nicht schlecht. Er ist einer deiner treuesten Mods und... Ah, und wer ist am untreuesten? Keiner, wie gesagt, alle sind treu. Er ist einer meiner vier treuen Mods. Die anderen sind mir nicht treu, deswegen sind sie ja keine Mods mehr. Oder keine Mods. Allgemein. So, ins Gesicht. Muss aber schon ein heftiger Tod sein, oder? Stellt euch mal vor,
ihr werdet gelähmt, könnt euch nicht bis kaum bewegen und dann haut jemand mit zwei Katzen am Stiel so lange auf euren Kopf drauf, bis ihr endlich sterbt. Das ist schon ein krasser Tod. Also dann würde ich lieber zersäbelt werden mit zwei Schlägen, als mit 1000 Schlägen von Katzen langsam zu Tode geplüscht zu werden. Himmelsliebe, genau. Ah, schön. Wenn du einen Rumor killst und da ist noch eins, guck zu. Ah, schön. Brot hat mal eine 33% Chance auf einen True Status Value. Also, echt extrem gut mit Duels. Ja, okay. Aber eine 33% Chance? Weiß ich gar nicht, wieso. Hallo, bin gerade in den Stream gekommen. Hallöchen, Zemo. Oder Simo. Wie auch immer. Schön, dass du dabei bist. Zu Tode geplüscht, genau. Ich will zu Tode geplüscht werden, das klingt so süß. Er ist aber noch grausamer tot, als zu Tode gewunken zu werden. Apropos gewunken werden, wir haben schon lange keinen Tigi mehr gesehen. Quatsch, das wird anders berechnet. Ein Drittel, eine von drei Hits. Aber wieso einer von drei Hits? Ich weiß es gar nicht. Zu Tode geplüscht werden, ich kann nicht mehr. Sehr schön. Oh, herrlich, herrlich. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man da drauf kommt, aber ich habe mich auch nie damit beschäftigt. Hier ein Stahlei, cool. Dankeschön, Darf. Drachenabwehr plus 5, nein, danke. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen zum Mitspielen? Wir wechseln die Gruppe bloß alle Stunde und das war jetzt der letzte Wechsel, deswegen heute gar nicht mehr. Und ansonsten darfst du halt maximal High-Rank-Zeug haben, das ist aber schon alles. Aber wie gesagt, du kannst erst das nächste Mal wieder mitmachen, weil wir in einer halben Stunde aufhören. Pünktlich kommen, ja. So, nächste Quest. Jägerrang 5. Giftiges Paar. Zwei Iodrom. Na, die werden zu Tode geplüscht, das auf jeden Fall. Warum habe ich keine Balls of Steel bekommen? Tja, das ist halt Imperator only, würde ich sagen. So, das und das. Und los geht's. Durchschnittlich. Ich denke, es ist fertig. Oh, ich bin gespannt. Schneller als Kibaru sein. Ja, und schneller als Velest. Das ist das Nächste. Wir haben einen neuen schnellen Hunter gefunden. Der ist noch ein bisschen schneller als Kibaru. Bei Kibaru habe ich wenigstens noch gesehen, wie es im Chat ankommt. Bei ihm nicht. Du hast die Chance mal 2, je Waffe dazu kommt. Kommen Motion Value, welche prozentual random sind. Es gibt keine Statusberechnung, dazu ist es RNG. Ist, wie es triggert. Aber ich dachte es... Zu Tode gekuschelt? Das ist auch eine Möglichkeit. Okay, keine Ahnung. Also scheinbar ist es wirklich random. Dragon, also unterstellst du deinem Gefolge, dass es nicht treu genug ist? Ich rieche hier eine Rebellion. Erstmal, wie soll da eine Rebellion... Na schon, Chat. Der Chat will's sehen. Erstmal, wie soll daraus der Rebellion entstehen? Zweitens, ich habe nie gesagt, dass der Chat untreu ist. Ich habe nur gesagt, dass die treuesten meiner Diener... Mitgliedschaft oder wie auch immer man es nennen will, zumindest die treuesten Leute, die kommen in den Mod-Status. Und das sind meine 4 treuesten Leute. Okay, los geht's. Aber ich habe nie gesagt, dass der Rest untreu ist. Genau, die Schulen selten das auch nochmal, weil die habe ich mir nicht speichern können. Man hat eine 1 aus 3 Chance pro Hit durch den RNG. Nein, schon wieder Kaltgetränk vergessen, verdammt.
Ich hätte mir denken können, dass sie da sind. Ich suche die Schulen Zeltas kurz. Okay, da sind die Zeltas. Sehr schön. Ah, das ist noch heiß. Verdammt. Wie gesagt, ich mische mich da auch gar nicht ein. Das ist so eine Sache, das kann man irgendwo im Internet auf jeden Fall nachlesen, aber mir ist es auch relativ egal, muss ich sagen. Ist eine interessante Sache zu wissen, damit kann man auf jeden Fall ein bisschen angeben, aber mehr bringt es, glaube ich, auch nicht. Dragon gibt zu, Blob ist da, weil sie zeichnen kann. Ja, das haben wir auch damals gesagt. Sie wird als Mod erhoben, weil sie die imperiale Zeichnerin ist. Ich speichere mir die auch immer alle ab. Ja, das muss einfach. Ich verbrenne hier langsam, ist mir aber egal. So. Was hast du immer mit den Kaltgetränken? Das letzte Mal war es ja, dass es einfach ausgelaufen ist. Nee, halt. War das irgendeine... Das war irgendeine andere Quest, nicht wahr? Hier war es aber einfach so, ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Das war so, oh, Iopreis, muss ich vielleicht Kaltgetränke mitnehmen? Und dann so, ach, egal. Und deswegen habe ich sie vergessen. Du kannst in der Theorie auch pro Jagd gar keinen Statusschaden austeilen. Wie gesagt, Durchschnitt. Na, aber es hat ja immer eine gewisse... Naja, dafür ist es einfach viel zu hoch. Deswegen, hier der Zinnogre. Ich war verwirrt, sorry. Achso, ja, genau. Nee, das ist ja, das haben wir ja damals gesagt. Also ich habe ja damals zu dir gesagt, Blob, dass du nicht zwingend moderieren musst, sondern dass ich wirklich bloß theoretisch aufnehme in den Mod-Status, damit du da besser die Bilder posten kannst. Hashtag seit Metroid 2 Return of Samus ohne YouTube-Account. Damals dabei. Dabei, achso. Wow, was? Den Hashtag habe ich nicht ganz verstanden. Ach so, da müsste ich ja nah dran sein im Mod-Status. Hashtag seit dem letzten Jahr Juni dabei. Seit Metroid 2 Return of Samus. Inwiefern? Als es angekündigt wurde, als es gestartet hat, oder wie? Ach nee, nee, halt. Das ist ja gar nicht... Ich habe jetzt an AM2R gedacht, sorry. Seit so langer Zeit bist du schon dabei, Zerus Light? Wow. Also ich kann mich noch erinnern, dass du eine sehr, sehr lange Zeit schon dabei warst. Was ist hier eigentlich noch für eine Musik? Wo, da ist der Iodrom. Ich dachte mir gerade, wo ist der Iodrom hin? das war irgendwie merkwürdig gerade eben. Ja, aber jetzt... Ah, jetzt bin ich traurig. Ich versuch doch auch Mod zu sein. Natürlich, es ist auch schön, dass du versuchst Mod zu sein. Und du machst es auch gut, auf jeden Fall. Nur ich hab... Weißt du, es ist halt immer so, wenn man jemanden zum Mod macht, dann kommt damit immer eine gewisse Verantwortung. Und ich will niemandem einfach so die Verantwortung aufdrücken. Das habe ich zwar damals bei meinen drei Mods gemacht, aber ich habe auch von Anfang an gesagt, wer nicht will, darf auch gerne wieder gehen. Und das ist so. Und deswegen habe ich auch zu dir, oder deswegen habe ich auch gemeint, du musst nicht Mod sein, wenn du es nicht willst. Weil manche Leute wollen einfach nicht die ganze Zeit da, ja, sich mit den Leuten prügeln, sag ich mal. Ich glaube, von den Mods bin ich am längsten dabei. Nein, Bubble, die, alle drei Mods wurden gleichzeitig gewählt. Das war damals beim Splatoon-Stream. Habe ich euch drei gleichzeitig gemacht. Und wenn du es genau wissen willst, habe ich zuerst Zerus Light befördert. Und tatsächlich war, er auch der Einzige, den ich schon von vornherein vorhatte zu befördern. Ihr beiden wart gerade im Bloß gut da. Muss ich jetzt so sagen. Also ihr habt mich einfach schon überzeugt und wart gerade eben da, weil ich euch vertraut habe. Aber Zerus Light wusste ich auf jeden Fall. Um es mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wie lange bist du schon eigentlich schon auf YouTube? Ich bin seit 5,5 Jahren ungefähr auf YouTube. Was ist der Name deiner Waffe? Das sind Fallen und Mellings Plus. Fängt mit Fallen und Mellings normal an. Was ist der Name deiner Waffe? Ja, habe ich doch gerade schon. Wow. Dragon, wirst du in diesem Jahr in den Urlaub fahren, fliegen?
Eventuell vielleicht für ein bisschen, also vielleicht eine Woche oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Hab bisher noch nichts geplant, aber ich werde, wenn, dann vorproduzieren. Vielleicht nicht viel, aber ein bisschen. Ich weiß nur, dass ich damals auf das Metroid 2 Let's Play kam, weil ich da nicht wusste, dass es Metroid 2 gibt und ich unbedingt wissen wollte, was es ist. Sehr schön. Freut mich natürlich, dass es damals schon irgendwie so präsent war, dass man da drauf kommt. Ich fühle mich geehrt. Ja, ich muss wirklich sagen, du hast mich damals schon überzeugt, weil du eigentlich schon davor meine Kommentare schon auf YouTube ein bisschen moderiert hast. Deswegen war mir das auf jeden Fall klar, dass du Mod wirst. So, ganz viele Vogelsilbersteine, sehr schön. Okay. Konnte leider erst jetzt einschalten. Schön, dass du auf jeden Fall dabei bist. AMQ Smiley. Freut mich. Wie lange mache ich heute noch? Bis um 2. Wobei Monster Hunter nur noch bis um halb.